Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Endstand 90 Minuten lautet 2:0. Ich darf hier oben die beiden Cheftrainer begrüßen, Dami Buric und Dirk Schuster. Und Herr Buric, ich darf Sie als erstes um Ihr Statement zum Spiel bitten. Ja. So, guten Abend. Ja, zuerst Glückwunsch an Darmstadt und Dirk auch zu verdienter Sieg. Ich finde, wir haben heute viel zu viele einfache Fehler gemacht. Ich glaube, wir haben auch gefühlte ganz wenige Zweikämpfe gewonnen. Und so kannst du auch kein Spiel gewinnen. Darmstadt war aggressiver, war zweikampfstärker und hat immer wieder auf ihre Chance gelauert. Und ja, wir haben am Anfang einfache Fehler gemacht und ich muss wirklich unsere Torwart in Schutz nehmen. Nicht, dass jeder sagt, das ist der Grund für unsere Niederlage. Nein, Sascha hat sehr viele gute Spiele für uns gemacht und kann immer wieder sowas passieren. Wir stehen auch zu ihm. Nur wir als Mannschaft haben nicht geschafft, auch mal für Sascha heute was herauszuholen. Und deswegen, wir müssen schnellstens das richtig analysieren und versuchen auch im nächsten Spiel zu Hause das machen, was uns stark macht. Und heute war das nicht der Fall. Dankeschön. Vielen Dank, Dirk. Deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, erstmal guten Abend. Damir, danke für die Glückwünsche. Ich glaube, dass wir heute den nächsten Schritt gemacht haben nach einer sehr guten ersten Halbzeit in Regensburg, wo wir heute über fast die gesamte Spielzeit seitens der Fürther relativ wenig zugelassen haben. Mein Kollege hat es gerade gesagt, durch aggressive Zweikampfgestaltung, durch kompaktes Auftreten, enge Räume, haben wir es den Fürthern sehr schwer gemacht, ihr Spiel aufzuziehen, vor allen Dingen auch dann im schnellen Umschaltspiel nach vorn zu kommen. Ich denke, dass wir vor der Partie auch zu Recht gehörigen Respekt vor der Fürther Mannschaft hatten, die ja, von der Mentalität her in den letzten Wochen sehr viel abgerufen hat, die Spiele gedreht hat, die sehr schnelle, wendige Spieler vorne haben und die bis jetzt eine hervorragende Saison gespielt haben. Aber trotzdem war es unser Ziel, diese drei Punkte hier zu behalten, durch eine Spielweise, die auch mit Mut geprägt ist, auch hinten rauszurücken, wenn der Gegner rückwärts spielt, den Gegner im Sprint anzulaufen, wenn er in Ballbesitz kommt, Pressing-Situationen zu schaffen und dann auch in der Rückwärtsbewegung nach Ballverlust mit allen Spielern auch sauber zu arbeiten. Und ich glaube, das ist uns heute über große Strecken des Spiels sehr gut gelungen. Die Zweikampfbilanz hat, glaube ich, den Ausschlag ein wenig zu unseren Gunsten gegeben. Klar war das 1-0 etwas glücklich für uns, das ist auch normal, dass ein Torhüter so einen Ball auch hält, aber wir haben in den letzten Wochen auch sehr viele Nackenschläge diesbezüglich einstecken müssen, sodass wir uns natürlich heute über diese drei Punkte und über den Sieg sehr freuen und mit dieser Leistung natürlich auch für die kommenden Aufgaben die Messlatte ziemlich hochgelegt haben und natürlich an diese Leistung auch weiter anknüpfen wollen. Meinem Kollegen mit seiner Mannschaft wünsche ich natürlich für die kommenden Aufgaben sehr viel Erfolg und auch eine gute Heimreise. Dankeschön. Vielen Dank. Sollte es nun Fragen geben, bitte ich um kurzes Handzeichen. Das Mikrofon kommt dann. Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Kommen und wünschen unseren Gästen natürlich eine gute Rückreise.